Also es ist erstmal nur für uns beide und für den Fall, dass es für andere interessant sein könnte, dann geht das nur mit Ihrer Zustimmung. Okay, sehr gut. Da sind wir auf einem Dampfer. Ich glaube, jetzt habe ich die Höhe ganz okay, ne? Sie haben es noch fantastisch justiert, genau. Also, wie würden Sie jetzt Ihr Thema beschreiben? Also, es gibt zwei Themen. Es gibt sozusagen, sage ich mal, ein persönliches Thema, was im ersten Schritt unabhängig, glaube ich, von meiner Beziehung ist. Das mag sicherlich was auf die Beziehung eingewirkt haben, aber der Grund sozusagen, dass ich zu ihm gekommen bin, war, dass ja, Laura und ich uns getrennt haben und jetzt haben wir ein 18 Monate altes Kind und eine innerdeutsche Trennungsbeziehung mit einer, ich sag mal, sehr fragilen Kommunikationssituation, die extrem schnell eskaliert, beidseitig. Und da habe ich jetzt einfach ganz konkret das Anliegen, irgendwie an unserer zwischenmenschlichen Situation dafür was Positives zu tun, weil ich keine Lust habe, dass ich irgendwie, weil es wirkt sich auf den Kontakt mit meiner Tochter aus, weil meine Laura sagt sozusagen, wenn du mich nervst, dann siehst du deine Tochter nicht. Ungefähr. Also das ist so das übliche Thema, das ist der Klassiker und das macht lohnt sich auf alle Fälle, das anzuschauen. Jetzt gucken wir mal, ja, Sie wollten noch ein zweites Thema. Genau, das ist sozusagen jetzt das Thema mit Laura. Wenn ich jetzt, glaube ich, mich persönlich angucke, dann kann ich merken, was Sie eben gesagt haben, sozusagen die Definition irgendwie meines Selbstwerts oder vielleicht auf so einer basalen täglichen Ebene meiner Laune in Bezug auf die Arbeit, das kann ich bei mir auf jeden Fall erkennen, dass ich eigentlich auch so die letzten 10 Jahre eigentlich, ich sage, habe ich verhältnismäßig viel investiert in so professionelle Entwicklung, aber habe davon nicht genauso viel zurückbekommen als gutes Gefühl. Also hätte ich jetzt sozusagen gesagt, ich probiere so viel ich kann segeln oder wandern zu gehen, dann hätte ich im Zweifelsfall mehr Spaß gehabt. Und ich habe so eine Problematik, glaube ich, dass ich mir wünsche, irgendwie so das Gefühl zu haben, ich bin auf dem richtigen Weg, aber ich hinterfrage eigentlich irgendwie meinen Weg dann doch immer regelmäßig und ich habe so ein bisschen so eine, also ich würde sagen, meine Grundangst in Bezug auf professionelle Entwicklung ist nicht meine, vielleicht auch einfach Persönlichkeitsentwicklung, ist nicht mein Potenzial gerecht zu werden. Also ja, und, ja. Gut, also da gibt es wie meistens mehrere Themen und ein guter Handwerker, der konzentriert sich erstmal auf eine Baustelle und fängt nicht gleich zwei Baustellen gleichzeitig an. Und jetzt ist die Frage, welche Baustelle hat denn Priorität? Der Grund, dass wir und dass ich mich bei Ihnen gemeldet habe, ist die Sache mit Laura. Ja, dann schauen wir uns noch diese Beziehung an. Ja. Wir können uns einfach diese Beziehung unter dem Gesichtspunkt anschauen, ob da an der Struktur, also an der Unterscheidung ich-du, an der Grenze, Respekt für die fremde Grenze, schützende Eigengrenze, ob das gut funktioniert. Wenn nicht, können Sie das ja nachjustieren. Und dann, so meine Erfahrung, dann wird sich die Beziehung sofort verändern. Dann wird unnötiger Konfliktstoff wird dann entfernt und dann wird es irgendwie klarer. Das würde ich Ihnen vorschlagen. Gut. Dann braucht man dazu eine Figur für den Julian von heute, der dieses Problem hat. Das sehe ich, Sie haben ein ganzes Sammelsurium. Ich habe Ihnen da was geschickt mit Bauklötzchen, das haben Sie anscheinend nicht. Nee, aber dafür habe ich verschiedene andere Sachen. Ja. Mal schauen, ob wir damit klarkommen. Also wir brauchen einen Repräsentanten für den Julian von heute, der so seine Probleme hat, genau. Und dann gibt es den Julian, der eigentlich diese Probleme gar nicht bräuchte, weil er sich gut abgrenzen kann, weil er sein Wertgefühl in sich hat, gut. Und dann gibt es den kleinen Julian, der als Kind vielleicht Schönes und Schmerzliches erlebt hat. Und genau, da könnte man das nehmen. Und dann gibt es die Laura, heißt sie, die Partnerin. Okay,
Dann die anderen Elemente können Sie mal ein bisschen beiseite tun, damit das die sind nicht mehr vonnöten. Vielleicht später noch. Vielleicht später. Ich hätte sonst auch so eine Backgammon-Steine. Ist das einfacher? Später vielleicht. Brauchen wir das später noch. Aber für jetzt ist es gut so mit diesen Disparaten. So ist es ganz gut. So. Die Stifte als Grenze habe ich. Das ist sehr gut. Und ich habe... Sehr gut. Super, ja. Das können wir später brauchen. Jetzt geht es erstmal darum, starten wir mal mit einem Anfangsbild, Aufstellungsbild. Also der Julian mit seinen beiden Selbstanteilen und die Laura. Und Sie spüren mal hin, wie nah oder fern sich diese einzelnen Elemente sind. Also ich in meinem Jetzt. Wie sie jetzt ist, wie es im Augenblick sich anfühlt. Und da entsprechend können Sie diese Figuren positionieren. Ja. Soll ich irgendwas noch hier wegnehmen? Die Taste? Die Taste vielleicht, ja, das stört so ein bisschen. Und dann gibt es natürlich diesen erwachsenen Julian. Wo steht der erwachsene Julian? Das ist der Julian, der ich sein möchte. Ja, genau. Wo steht der? Aha, und der kleine Julian, der so bedürftig sein darf und geschützt werden möchte. Der würde jetzt hier runterfallen, glaube ich. Ach ja. Vielleicht nicht ganz, vielleicht sogar gerade an der Kante. Ja. Cool. Dann legen Sie mal einen Finger auf den Julian von heute. Wie geht es dem Julian von heute, wenn es in dieser Konstellation? Wie es mir geht. Ja. Also vielleicht so eine gewisse Trauer. Ja. Ich kann auch sagen, mir fällt es, da weiß ich nicht, ob das an mir liegt oder an Laura, aber sie hat mir eigentlich in der ganzen Beziehung vorgeworfen, dass ich irgendwie keine gute Verbindung zu meiner eigenen Emotionalität irgendwie habe. Okay. Und mir fällt es auch nicht so einfach, jetzt ist so ganz klar, vielleicht auch zu differenzieren, wo ist die Trennlinie zwischen Trauer und Verletzung irgendwie. Ja, das ist im selben Pool, aber... Und vor allen Dingen, wenn Sie sich das mal anschauen, so wie Sie Ihre Figuren aufgestellt haben, das, was eigentlich zu Ihnen gehört sollte, was mit dem Sie eigentlich verbunden sind, das ist ja ziemlich weit weg von Ihnen. Das Rote hier. Ja, das Rote und auch der Kleine. Das ist also die kindliche Seite, das ist ja eigentlich die kreative Seite, die neugierig ist, fantasievoll, auch spielen möchte. Das ist ja eigentlich für den Erwachsenen eine ganz wichtige Ressource. Macht da sehr viel Freude und Spaß. Es kann sein, dass sie da, das sieht so aus, dass sie mit dem gar nicht so optimal verbunden sind. So, und jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt legen Sie mal eine Grenze zwischen sich und Laura. Da diesen Kugelschreiber. Ja, zwischen mich und Laura. Und dann, ja, genau. Und so, aber so, dass sie, dass ihre Selbstanteile noch auf ihrer Seite sind und Laura ist auf der anderen Seite. Und dann hat Laura ja auch ein eigenes Selbst, mit dem sie mehr oder weniger verbunden ist. Da bräuchte man noch ein Element für Laura selbst. Ist es okay, wenn ich jetzt dieses Weiß nehme? Nee, es sollte vielleicht auch so eine Figur sein, irgendwie so ein Fläschchen oder irgendwas. So, was? Na, dann nehmen wir doch das hier. Super, ja, cool. Ja, und jetzt legen Sie mal einen Finger auf den Julian von heute. Wie geht es dem Julian, wenn es da eine Grenze gibt und wenn die Laura ihr eigenes Selbst hat? Also das Gefühl ist noch da, aber es ist so, es ist eine gewisse Entspannung. Gewisse Entspannung. Ja, das wäre ja erwünscht, wenn es da weniger Spannung gibt. Ja. Ja. Dann sind wir ja anscheinend auf dem richtigen Weg. Jetzt haben wir ja in dem Diagramm gesehen, dass Sie, das können wir vielleicht nochmal kurz einblenden, das Diagramm, also nochmal kurz, dass da die Abgrenzung deutlich besser sein könnte, dass auch
die ihre Kraft noch besser für sich einsetzen könnten, statt gegen sich selber. Und jetzt können wir annehmen, dass möglicherweise sie nicht genau unterscheiden können, wo sie zuständig sind, wo sie nicht zuständig sind, und dass sie im Raum von Laura bestimmte Rollen übernommen haben. Das können wir gleich mal überprüfen. Kennen Sie das Gefühl, dass Laura so schwach und bedürftig ist und dass Sie stark sein müssen für Laura? Nee, also ich kenne das schon, das Gefühl, dass sie schwach und bedürftig ist, aber ich habe mich dann immer eher so schuldig gefühlt. Also wenn jetzt sie geweint hat, wegen, egal ob die jetzt wegen mir traurig war oder wegen was anderem, wenn sie jetzt sozusagen irgendwie einfach schwach war und geweint hat, dann habe ich mich davon immer so schuldig gemacht, ja, gefühlt, und auch eher so, dass ich eigentlich gar nicht wusste. Ja. Aber kann das sein, dass sie dann irgendwie doch von sich erwartet haben oder gedacht haben, sie müssten jetzt stark sein für sie und die Laura trösten? Stellen sie sich einfach mal hinter Laura. Die hat ja möglicherweise auch mit ihren eigenen Probleme, mit ihren eigenen Eltern Probleme. Stellen Sie sich einfach mal Ihre Figur, den Julian von heute, stellen Sie mal hinter die Laura und schauen Sie mal, wie fühlt sich das an, wenn Sie diesen Platz einnehmen, als müssten Sie ihr den Rücken stärken, als müssten Sie ihr das geben, was Sie vielleicht früher, den Halt geben, den Sie früher als Kind bei Ihren Eltern nicht bekommen hat. Kennen Sie sowas? Da habe ich jetzt nicht so eine Resonanz irgendwie. Also ich habe es mir jetzt... Also es kann ja sein, dass sie... Das ist natürlich immer eine Überforderung und es ist auch gar nicht wirklich ihr Job. Ja? Aber manchmal hat man so die Vorstellung, das müsste ich eigentlich oder das bräuchte sie eigentlich. Ja? Und also ich verstehe es, wenn Sie mir sagen... also ich hatte das Gefühl, dass sie diese Anforderung an mich hatte. Ah ja. Aber ich hatte sie nicht an mich selber eigentlich. Okay. Ja. Dann können wir einfach zur Klärung, könnten Sie da aussteigen? Steigen Sie da, wenn Sie sehen, dass es gar nicht Ihr Job ist, dann können Sie da aussteigen. Können Sie zurückgehen in Ihren eigenen Raum? Also gibt es einen klärenden Satz. Laura, ich kann dir nicht das geben, was du vielleicht von deinen Eltern gebraucht hättest. Laura, ich kann dir nicht das geben, was du vielleicht von deinen Eltern gebraucht hättest. Ich bin weder Mutter noch Vater für dich. Ich bin weder Mutter noch Vater für dich. Ich hatte die Chance, dein Partner zu sein. Ich hatte die Chance, dein Partner zu sein. Wie fühlt sich das an? Ganz gut. Ganz gut. Jetzt manchmal versucht man sich in den Partner hineinzuversetzen. Wie würde es mir an Ihrer Stelle gehen? Was würde ich an Ihrer Stelle tun? Und dann kann es auch mal sein, dass man ihr gute Ratschläge gibt. Das ist, darf ich das mal zusammen sagen? Ja. Also Punkt 1 ist, das ist das, was sie immer von mir gefordert hat. Ich soll mich in sie hineinversetzen. Ich soll irgendwie, wenn ich nicht gefühlt habe wie sie, hat sie mir alle Vorwürfe der Welt gemacht. Ah, ja. Egomanischer, manischer, durchgeknallter und unemotionaler, okay. Backenheini, der okay. Eigentlich total eine verkrüppelte Persönlichkeitsentwicklung hat. Ja. Und also, das Zweite ist, das mit den guten Ratschlägen kann ich aber auch empfinden. Das ist dann aber eher so, Laura probiert mit Word eine Finanzplanung zu machen und dann sage ich, komm mal her, da brauchst du 5 Stunden, wenn du es so machst. Ich zeige dir, wie es in 10 Minuten geht. Ne? Also die kenne ich beide, die Rollen. Okay, also jedenfalls, die stellen sich mal auf den Platz von Laura, sozusagen in ihre Kapitänskajüte. Und schau mal, wie fühlt sich das an, wenn Sie in der Kapitänskajüte von Laura stehen, auf Lauras Boot. Laura macht dann Platz für Sie. Mache ich da meinen Finger drauf? Und dann kriegen Sie meinen Finger drauf. Und wie fühlt sich das an, wenn Sie sozusagen da der Lotse sind auf Lauras Boot? Kommt Ihnen das vertraut vor? Also ich meine, ich merke, dass mich jetzt natürlich, weil ich bin noch ein Liebhaber der Seefahrt und ihre Wortwahl, da habe ich jetzt natürlich sofort Bilder zum Thema Kapitän und See und irgendwo anders sein. Sie wollen wissen, ob es mir vertraut vorkommt. Ja. Ob Sie denken, das ist Ihr Job. Ja. Es ist so ein, ich habe so ein latentes Gefühl des Unwohlseins. Ja. Also es ist so, manchmal fühlt sich das liebevoll und fürsorglich an, aber es hat natürlich auch was mit Macht und Kontrolle zu tun.
Und Sie können nicht gleichzeitig auf Ihrem eigenen Boot sein, schon gar nicht als Capitano. Und dann kommt Ihr Boot in Seenot, weil der Capitano auf dem falschen Dampfer ist. Und Sie dürfen sich entscheiden, wo Sie eigentlich hingehören. Das ist wieder dieses Strukturprinzip, Grenze, Zuständigkeit, wo bin ich zuständig, wo bin ich nicht zuständig. Und was denken Sie, wo sind Sie zuständig? Na, ich bin für mich zuständig. Also, dann könnten Sie doch zurück in Ihren eigenen Raum. Und auch da gibt es dann so einen klärenden Satz. Laura, das ist dein Platz und dein Schicksal. Laura, das ist dein Platz und dein Schicksal. Du bist du und ich bin ich. Du bist du und ich bin ich. Du lebst dein Leben, ich lebe mein Leben. Du lebst dein Leben, ich lebe mein Leben. Und dein Leben kann ganz anders sein, als ich mir das vorstelle. Dein Leben kann anders sein, als ich es mir vorstelle. Und das respektiere ich. Und das respektiere ich. Und mein Leben kann ganz anders sein, als du es dir vorstellst. Und mein Leben kann anders sein, als du es dir vorstellst. Egal, ob du es respektierst oder nicht. Egal, ob du es respektierst oder nicht. Wie fühlt sich das an? Das fühlt sich gut an. Ja. Nun kann es sein, dass Laura, oder es sieht fast so aus, dass Laura ein Problem hat. Und da können wir nochmal diese Steine nehmen, diese weißen Steine, die runde Steine. Nehmen Sie mal gleich zwei übereinander. Ich wollte gerade eine Sache noch kurz. Was war der erste oder der zweite Satz, den Sie gesagt haben eben? Das ist dein Platz und dein Schicksal. Du bist du und ich bin ich. Genau, du bist du und ich bin ich. Ich kann mich ganz deutlich erinnern, in der Beziehung, dass es so einen Moment gab, wo ich mir dachte, ich will aber ich bleiben. Ich habe keine Lust, dass jetzt irgendjemand mich umbaut und ich will einfach ich bleiben. Und als Reaktion darauf, kann ich mich auch noch erinnern, habe ich mich einfach innerlich von ihr abgegrenzt. Ja, das ist gesund. Aus meiner Sicht ist das sehr gesund. Und es gibt halt Partner, die sind so Symbiose. Süchtig oder haben so ein Bedürfnis nach einer engen, symbiotischen, verschmelzenden Beziehung, dass man da immer Probleme bekommt. Aber möglicherweise kennen Sie ja selber auch solche symbiotischen Wünsche nach Nähe und Verschmelzung. Es kann durchaus sein, dass das bloß nicht genauso stark ausgeprägt ist wie bei Laura. Ja, bei Ihnen ist es vielleicht ein bisschen weniger. Also nach Ihrem Diagramm könnte ich vermuten, dass auch Sie solche Bedürfnisse haben. Aber wenn das dann nicht gleich stark ist, wie das bei der Laura, dann gibt es eben Konflikte. Okay, wir machen weiter im Prozess. Der nächste ist, das sind die Probleme von Laura. Legen Sie einfach mal neben die Laura hin und dann stellen Sie sich mal auf die Probleme von Laura. Ihre Figur, der Julian, stellt sich mal auf die Probleme von Laura und schauen Sie mal, wie fühlt sich das an. Auch so Unwohlsein und das, was ich im Kopf hatte, das Wort war, das ist nicht mein Platz. Okay. Also, Sie kennen nicht dieses Gefühl, dass es so, dass Sie der Laura was Gutes tun, wenn Sie sich zuständig fühlen für Ihre Probleme. Ob ich das Gefühl kenne, dass ich ihr was Gutes tue, ja, wenn ich mich zuständig für Ihre Probleme fühle. Ah, also das war, die Dynamik in unserer Beziehung war mehr so ein bisschen. Also, wenn Laura es nicht gut ging, sozusagen besonders in Bezug auf irgendwas, was ich gemacht habe, dann hat sie dieses Bedürfnis sehr zum Teil sehr stark eingefordert. Auch so, dass so, man streitet sich und dann kommt, jetzt sagen wir mal, jetzt streiten wir uns am Telefon und dann kommt eine halbe Stunde später, ich brauche einen neuen Stabmixer. So. Ich brauche, dass du jetzt irgendwas kaufst, beholst, machst. Ja? Ah ja. Und dann fühle ich mich so ein bisschen wie, okay, jetzt muss ich diesen Handel jetzt machen oder was? Ah ja. Ich bin total gezwungen dazu, muss dann mit mir abwägen, ist die Stärke des Konfliktes, ist mein Verhalten, rechtfertigt es jetzt so einen symbolischen Ablass oder so? Genau. Und manchmal mache ich das und manchmal sage ich aber auch, grenze ich mich davon ab. Genau, also es ist ja so, als ob Ihnen da so Schuldgefühle gemacht werden und davon können Sie sich dann freikaufen, indem Sie irgendetwas kaufen.
Korrekt. Oder irgendetwas tun, das ist verschiedener Couleur. Also das ist natürlich ein ganz unguter Deal. Ja. Und das ist wie so ein Missbrauch, emotionaler Missbrauch. Und da können Sie da wieder aussteigen. Wenn Sie sehen, das ist gar nicht Ihr Job, dann können Sie auch da wieder aussteigen. Können Sie runtergehen von den Problemen von Loch. Gut. So, jetzt gibt es noch eine weitere Position. Es kann sein, manche Menschen, die denken, damit ich eine spannungsfreie Beziehung habe mit meiner Partnerin, orientiere ich mich doch am besten nach ihren Vorstellungen, nach ihren Erwartungen, dann gibt es keine Konflikte. Und dann kann es sein, dass die Partnerin ihnen näher steht als ihr eigenes Selbst. Stellen Sie mal die Laura in ihren Raum neben sich und schauen Sie mal, wie fühlt sich das an, wenn jetzt die Laura also neben Ihnen in ihrem Raum steht. Legen Sie mal einen Finger auf den Julian, wie fühlt sich das an? Ist Ihnen das vertraut? Würde ich sagen, schon, ja. Ja. Und das kann nun sehr ambivalente Gefühle machen. Das kann auf der einen Seite so ein schönes Gefühl von Nähe, auch körperlicher Nähe und Verschmelzung und Harmonie geben. Gleichzeitig ist es natürlich eine fremde Energie und es kann auch ganz heftige Aversionen auslösen. Denn da wird die Laura ja zum Trojaner und stört ihr eigenes Programm, stört ihre Verbindung mit ihrem Selbst. Und dann wäre Revolution angesagt. Kennen Sie diese beiden Aspekte? Also es kommt mir schon ein bisschen bekannt vor. Also ich meine natürlich also trotz allem Streit gibt es immer noch eine gewisse Vertrautheit, ja, die sozusagen da ist. Und können Sie es nochmal vielleicht anders ausdrücken? Also ich habe gemerkt, dass da was ist, aber ich bin jetzt nicht, habe es noch nicht so. Also manchmal ist es so, dass diese körperliche Nähe und diese Harmonie, dass das so ein ganz tiefes Bedürfnis ist. Nach einer verschmelzenden Beziehung, dass Sie das vielleicht kennen von sich, einer verschmelzenden harmonischen Beziehung, wo man so ganz eins wird mit dem anderen und es gar keine Konflikte gibt. Und, ich habe meinen Gedanken wieder. Ja. Also eine Beobachtung, die ich bei mir selber gemacht habe in der Beziehung, ist, dass es in ein paar wichtigen Punkten, in denen ich Auseinandersetzungen, also da habe ich mein eigenes starke Bedürfnisse sozusagen, die jetzt über, ich will nach links oder nach rechts laufen oder heute gibt es kein Fleisch, ja, größere Bedürfnisse nicht kommuniziert gegenüber Laura, weil ich, glaube ich, Angst hatte vor Ablehnung. Oder auf jeden Fall von einer Art von unangenehmer, intensiver, emotional herausfordernder Auseinandersetzung. Und infolgedessen habe ich da ein paar so Kernsachen in der Beziehung nicht meine Bedürfnisse klar formuliert. Und sie aber durchaus, Laura, im späteren Verlauf zum Vorwurf gemacht und zum Teil auch, ich sag mal, dann irgendwo anders mir gedacht, okay, jetzt ziehe ich irgendwas komplett durch. Ja. Mir völlig egal, wie du jetzt dazu stehst. Ich habe jetzt 5-mal Sachen nicht gemacht und jetzt. Ja. Also das ist dann, also wenn so diese Konflikte, diese gesunden Konflikte, sagen wir mal, wenn es eine Beziehung zwischen zwei Menschen ist ja nicht einfach. Da ist es, die beide haben ja ganz unterschiedliche Ansichten und deswegen muss man sich immer wieder darüber verständigen. Und da kann es durchaus Meinungsverschiedenheiten geben. Und es ist ganz gesund und es ist wichtig, das zu klären. Und dann kann man trotz dieser Meinungsverschiedenheiten immer wieder Kompromisse machen, kann eine stabile Verbindung entstehen. Ja. Also dieses Muster mit der Angst vor Auseinandersetzung in Bezug auf so Ablehnung oder auch Kritik an meiner Person, das kann ich auch, habe ich auch schon so beobachtet, unabhängig von Beziehung. Also sagen wir mal, wenn ich jetzt irgendwie einen Freund oder einen Bekannten um einen Gefallen frage oder um irgendwas, wo ich mir nicht so sicher bin, ob er das macht, und wenn ich dann das Gefühl hätte, ich könnte vielleicht abgewiesen werden oder
Okay. Oder dann wird eine Kritik an mir geäußert, dann frage ich lieber nicht. Also hängt ein bisschen von der Tagesstimmung ab, aber es ist ein Muster, was ich auch unabhängig von Laura schon beobachtet habe. Also ich würde jetzt vorschlagen, dass wir wieder zum Prozess zurückgehen, weil all diese Themen, die sind zwar sehr wichtig, aber vieles klärt sich ganz selbstverständlich durch den Prozess. Und dann vor allen Dingen, dann setzt sich das auch innerlich schon um und Sie bekommen ein neues Programm. Und dagegen, wenn wir darüber reden, dann ist es noch irgendwie noch im luftleeren Raum. Gut, also die Frage ist, sind Sie bereit zur Revolution? Bin ich bereit zur Revolution? Ja, also das, wenn Laura, und Sie, stellen Sie nochmal Lauras Probleme auch in Ihren Raum. Lauras Probleme. Schauen Sie mal, ob Sie das auch kennen, dieses Gefühl, dass Sie da so zuständig sind für die Laura und für Lauras Probleme. Dass Ihnen das wichtiger ist als Ihr eigenes Selbst. Lustig, das ist genau die gleiche Höhe. Ja. Kennen Sie das? Ja, schon. Also ich meine nicht sozusagen freiwillig, aber ich weiß, dass Ihre Bedürfnisse... Also hinterher will es ja keiner gewesen sein. Ja, entweder haben Sie der Laura diesen Platz eingeräumt oder Laura hat diesen Platz eingenommen. Wichtig ist, das spielt auch keine Rolle, wer da schuld dran ist, sondern wenn Sie das feststellen, dann haben Sie das Hausrecht sozusagen zu sagen, stopp, du gehörst nicht in meinen Raum und schon gar nicht an den Platz von meinem Selbst. Dann können Sie Laura und ihr Problem auf die andere Seite stellen. Und dann legen Sie meinen Finger auf den Julian von heute. Wie geht es dem Julian, wenn diese Elemente nicht mehr in seinem Raum sind? Ist so neutral, sage ich mal. Also ich bin jetzt nicht entspannt, aber ich bin auch nicht angespannt. So neutral. Ja, also es kann sein schon auch, dass Sie da so einen Verlust bemerken. Und das wäre ein Hinweis darauf, dass Sie selber auch das irgendwie suchen, diese Nähe und diese Verschmelzung. Und dass Sie da sozusagen an dem Muster auch beteiligt sind. Aber können Sie, wie wäre es denn, wenn Sie sagen, das hier ist mein Raum, da gehört nur das hinein, was original Julian ist? Das hört sich total gut an, wenn ich das höre. Dann sagen Sie doch einfach mal. Das ist mein Raum und da gehört nur rein, was original Julian ist. Genau. Und dann könnten Sie mal diesen Karton aufstellen, so als Grenze, als Sichtgrenze gegenüber der anderen Seite. Also hinter der Stiftgrenze? Genau, genau. Und das drehen Sie mal so, dass wir aber noch, dass ich Sie noch sehe, schieben Sie noch ein bisschen mehr nach rechts, damit mit allem, was dazugehört, alles nur nach rechts schieben. So? Oder so, ja, jedenfalls, es sollte auch für Sie eine Grenze sein. Das ist für Sie eindeutig eine Grenze. Also, was würden Sie jetzt gerne sehen? Das ist schon gut. Und jetzt wichtig ist, dass Sie noch Spielraum haben jetzt für das Nächste, für diese Annäherung an die eigene Selbstanteil. Ja. Jetzt werfen Sie mal einen Blick auf Ihr eigenes Selbst. Also laut Definition ist es der Julian, der seinen Wert und seine Würde in sich hat, unabhängig davon, ob er etwas leistet, ob er gebraucht wird, ob er nützlich ist für andere. Und dieser Julian gehört zu Ihrer Grundausstattung dazu, aber es kann sein, dass schon in Ihrer Familie diese Seite gar nicht unbedingt erwünscht war. Wie ging es Ihnen damit in Ihrer Familie? Ist jetzt eher so ein Gefühl der Leere irgendwie. Wurde da eher erwartet, dass Sie sich anpassen und unterordnen und dass Sie für die anderen da sind? Oder wurde es begrüßt, wenn Sie so ganz Ihr eigenes Ding machen? Also wenn ich jetzt über meine Eltern nachdenke, dann glaube ich, dass sie sozusagen an der Oberfläche das eigene Machen, sich selber verwirklichen, eigentlich begrüßen. Ja. Ja. Aber ich glaube, dass es schon sozusagen, wenn es dann dazu kommt, dann gibt es dann doch Widerstände. Also, das ist dann wie so eine doppelte Botschaft. Dass Sie so doppelte Botschaften bekommen, also mach dein eigenes Ding, aber versäume nicht deine Pflichten bei uns, so ungefähr. Ja, also ich meine jetzt ein ganz konkretes Beispiel wäre sozusagen die Unternehmensgründung. Ja, ich meine,
ich habe die letzten... Moment, jetzt verlieren wir uns vielleicht den Themen. Es geht nur um dieses Problem. Und die Frage ist, es kann sein, dass Sie da die Sichtweise dieser Eltern übernommen haben, um einfach mit diesen Eltern klarzukommen, und dass Sie dann selber auch diesen freien, selbstbestimmten Julian nicht immer so wertschätzen konnten. Ja. Das können wir überprüfen, indem Sie einfach mal die Brille, die Sichtweise dieser Eltern symbolisch ablegen. Jetzt bin ich verwirrt, dann muss ich erstmal meine richtige Brille ablegen. Nein, die Ihre eigene Brille, die brauchen Sie natürlich. Ja. Also aber diese symbolische Brille der Eltern, die dürfen Sie ablegen. Und dann schauen Sie mal auf diesen freien, nicht domestizierten Julian. Gibt es an dem etwas auszusetzen? Nein. Also, und das dann können Sie sagen, also offenbar haben Sie der Laura mehr Beachtung gegeben als Ihrem eigenen Selbst. Und dann können Sie zu Ihrem Selbst sagen, offenbar habe ich der Laura mehr Beachtung gegeben als dir. Offenbar habe ich Laura mehr Beachtung gegeben als dir. Das hat nichts mit dir zu tun und das hast du auch nicht verdient. Das hat nichts mit dir zu tun und das hast du auch nicht verdient. Wie geht es Ihnen, wenn Sie sowas zu Ihrem Selbst sagen? Ja, ich habe mich ein bisschen so wie Fremdschämen oder so, hatte ich gerade so ein kleines Bisschen. Ja, also es könnte so ein Bedauern kommen, dass Sie da möglicherweise was versäumt haben. Aha. Dann... Also ihr Selbst ist überhaupt nicht beleidigt, ist überhaupt nicht böse. Im Gegenteil, wenn es irgendwo bedingungslose Liebe gibt für Julian, dann bei ihrem Selbst. Und diese bedingungslose Liebe gibt es gratis. Das heißt, Sie müssen dafür nichts leisten. Sie müssen auch nicht einmal brav sein. Können Sie sich sowas überhaupt vorstellen, dass es so eine bedingungslose Liebe gibt für Julian? Nicht schwer. Ja. Also Sie werden es gleich spüren. Die einzige Voraussetzung ist, dass Sie noch die Achtung nachholen für ihr eigenes Selbst. Indem diese Julian-Figur sich verneigt, tief verneigt vor dem eigenen Selbst. 3 Atemzüge lang. Können Sie das mal machen? Auf den? Nein, die Julian-Figur, die Figur von den Julian von heute, die verneigt sich ganz tief vor dem eigenen Selbst, vor dieser roten Figur. Ganz tief. Und Sie stellen sich mal vor, Sie selber verneigen sich auch ganz tief vor Ihrem eigenen Selbst und spüren mal in Ihren Körper hinein, wie fühlt sich das an? Wenn Sie sich so tief verneigen vor Ihrem eigenen Selbst, vor dem, was eigentlich Julian ist. Wie fühlt sich das an? Ungewohnt. Ja. Und spüren Sie mal in Ihrem Körper, ob sich da was verändert, diese Verneigung. Also ich würde sagen, das ist so eine Mischung vielleicht aus sowas wie vielleicht Vorfreude, aber auch ungewohntes Terrain. Okay. Jedenfalls, anstatt wie bisher so mit anderen, zum Beispiel mit der Laura, sich zu identifizieren, früher waren das vielleicht schon andere Personen aus Ihrer Familie, könnten Sie doch jetzt mal ausnahmsweise Probe verschmelzen mit dem Julian, der Sie ja eigentlich sowieso sind. Indem Sie beide Figuren ganz eng zusammenführen. Nein, Moment, das ist der Kleine, die rote Figur, das ist ja Ihr Erwachsenes selbst. Ah, ich habe mich gerade verbeugt von meinem Kleinen nicht innerlich. Dann tauschen Sie die, Moment, dann müssen wir das, dann ist das, diese Kleine, das ist ja das, der Kleine Julian. Es geht aber um dieses Erwachsene selbst, diesen Erwachsenen. Entschuldigung, ja, holen Sie das vielleicht nochmal nach, die Verneigung von diesem Erwachsenen, okay. Julian, der eben seinen Wert in sich hat, der seine Würde in sich hat, unabhängig davon, ob er etwas leistet, unabhängig davon, ob er gebraucht wird. Und wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das so innerlich an?
bin jetzt ein bisschen unsicher irgendwie. Also. Okay, aber jetzt könnten Sie mal eins werden mit diesem Julian, der Sie ja eigentlich sind. Das ist dieser nicht domestizierte Julian. Dann können Sie beide Figuren mal ganz eng zusammentun. Und dann legen Sie mal so einen Finger quer über beide Figuren oder die ganze Hand so quer drüber und spüren Sie mal in Ihren Körper hinein, wie fühlt sich das an in Ihrem Körper, wenn diese beiden Elemente eins werden. Also schon gut, aber ich habe jetzt auch nicht so eine starke Resonanz. Ja, es ist vielleicht auch noch neu. Vielleicht. Ungewohnt. Gut, aber damit diese Verbindung stabiler wird, ist es jetzt wichtig, dass Sie lernen, genauer zu unterscheiden zwischen dem, was hier und heute Julian ist, was gar nicht dazugehört. Das betrifft die Elemente auf der anderen Seite. Das können wir sofort überprüfen. Legen Sie mal dieses Heft wieder auf die Seite. In die linke Hand nehmen Sie jetzt den Julian von heute, das ist diese graue Figur. Und in die rechte Hand nehmen Sie mal das Trauma von Laura. Und das schieben Sie so auf dem Tisch hin und her. Und dieses Trauma kommt sozusagen auf Sie zu und Sie dürfen jetzt mit einem kräftigen Stopp das stoppen, um zu zeigen, das gehört gar nicht in Ihren Raum. Ja, Moment. Das stelle ich mir so vor, also das hier ist das Trauma und das sind Sie und Sie stoppen das so. Okay, in der Luft oder auf dem Tisch? Nein, auf dem Tisch, aber mit einem kräftigen Klack. Sie nehmen beides in die Hand und spüren, wie sich das anfühlt. Machen Sie es mal. Ja. Und mit einem kräftigen Stopp. Stopp. Oder nein. Nein. Ja. Und wie geht's da dem Julian? Gut. Ja. Und Sie haben die Kraft dazu, Sie haben das Recht dazu. Das wäre so etwas wie ein Schutzreflex. Wenn das funktioniert, wissen Sie immer, wer Sie sind, wer Sie nicht sind. Das macht das Leben einfacher. Und das ist genauso gesund wie bei den Raubtieren. Raubtiere brauchen ihr Territorium, um Beute zu machen. Welches Raubtier fällt Ihnen da ein? Nein, da denke ich jetzt natürlich an den Tiger, aber ich habe auch Ihren Artikel gelesen. Ja, ist doch sehr gut geeignet. Dann könnten Sie jetzt mal das Trauma mit einem Tigerschrei stoppen. Schauen Sie mal, wie fühlt sich das an. Ja, gleichzeitig stoppen. Stoppen und schreien. Ja, super. Gleich nochmal. Ja, ein drittes Mal. Ja. Und wie geht es dem Julian? Also ich fühle mich sehr lebendig. Ja. Aber ich habe auch gleich eine Geschichte dazu. Nein. Okay. Also das ist so, diese Kraft ist natürlich sehr gesund und die Kraft ist eigentlich dazu da, um zu erkennen, was gehört gar nicht zu mir, damit man das auf Distanz hält, damit der Raum wirklich frei ist für das, was original Julian ist. Und dann können Sie so ganz vollständig mit sich selber verbunden sein. Und wenn Sie aber sich unbewusst irrtümlich identifizieren mit Fremden, dann ist diese Kraft natürlich blockiert. Und dann staut sich diese Kraft und dann richtet sie sich gegen Sie und dann haben Sie Depressionen, Selbstwertprobleme, Ängste und so weiter, was wir da alles bei dem Diagramm auch gesehen haben. Ja. Das war hier unten, das ist da fast bei 20, die Destruktion, das ist die Kraft, die Sie hier nicht einsetzen können, die richtet sich hier unten gegen Sie. Und darum ist es gesund, das zu trainieren. Und als nächstes nehmen Sie dann Laura. Jetzt bei allem Respekt, die Laura gehört natürlich nicht in Ihren Raum. Und meinen Sie, Sie können der Laura zeigen, dass sie nicht in Ihren Raum gehört mit einem Stopp? Wieder so? Ja, auf dem Tisch. Stopp! Ja, wie fühlt sich das an? Nicht so einfach wie das bei dem Problem. Also das kann sein, dass sich das verboten anfühlt. Was sagt denn Ihr Verstand? Ist es in Ordnung? In Ordnung, Sie also zu sagen, ihr zu sagen, hier ist gerade mein Raum. Ja. Also es geht ja, aber auch sofort Angst vor dem Konflikt.
Ja, also so, es ist ja ist nichts Verletzendes, es ist nichts Böses, es geht nur um diese geistige Unterscheidung, wer bin ich hier und jetzt. Ja, darum geht es. Wir haben das jetzt transformiert in diese Abgrenzungsübung, damit man das körperlich auch ausdrücken kann und spüren kann. Aber es ist nichts Verletzendes. Das ist ganz wichtig. Und diesmal, unter diesem Gesichtspunkt können Sie nochmal die Laucha stoppen. Machen Sie nochmal, schauen Sie mal, wie das sich jetzt anfühlt. Stopp! Ja, wie ist es diesmal? Stopp! Ja, wie ist das jetzt? Besser. Diesmal mit einem Tigerschrei? Ja, gleich noch ein weiteres Mal. Und ein drittes Mal. Ja, und wie fühlt sich das an? Und jetzt gehen Sie nochmal zu Ihrem Selbst. Schauen Sie mal, wie jetzt die Verbindung ist mit Ihrem Selbst. Diese rote Figur. Nein, Sie müssen die graue und die rote Figur zusammenführen. Und jetzt spüren, wie jetzt die Verbindung ist mit Ihrem Selbst und spüren Sie in Ihrem Körper, was sich da verändert. Also ich spüre es so hier so in dem Bereich, Ja. wie so ein bisschen so ein, vielleicht so ein warmer, wie so ein Halbkragen. Ja. Halbkragen, wie so ein leichter, warmer Druck halt hier in diesem Also Hinterkopf. Wärme spüren Sie. Spüren Sie noch mal in den ganzen Körper hinein, ob Sie noch was anderes wahrnehmen. Also ich spüre meine Hände sehr deutlich und meine Füße. Ah ja. Also Sie spüren den ganzen Körper, Sie spüren auch die Füße, die so die Verbindung mit der Erde haben. Ja. Gut. Jetzt kommt die Gegenabgrenzung. Also da gibt es offenbar einen starken Sog auch in die andere Richtung und da brauchen wir jetzt einen Trainer. Das ist nochmal eine weitere Figur. Haben Sie in Ihrem Arsenal noch eine weitere Figur, die als Trainer geeignet ist? Als Tränen. Trainer. 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 Ein Trainer, der sie trainiert. Ah, der Ein Trainer. Trainer. Genau. Der kommt. Was ist das denn? Das ist ein Stecker, aber ohne Warum Kabel. nicht? Warum nicht? Der kommt jetzt, den nehmen Sie mal auf in die rechte Hand. Das ist der Trainer, der sie trainiert. Der vertritt sozusagen das Realitätsprinzip. Und Sie nehmen wieder die graue Figur, den Julian von heute, und Sie gehen aus alter Gewohnheit in Richtung Trauma von Laura und der Trainer stoppt sie, um ihnen klarzumachen, das bist du doch gar nicht, das hat mit dir gar nichts zu tun. Damit sie körperlich spüren, das ist Ich stoppe jetzt einfach den Trainer. der Trainer stoppt sie. Also Sie ich gehe gehen wie gewohnt, Sie gehen wie zu gewohnt zu Laura. dem Trauma, zu den Problemen von Laura und der Trainer stoppt sie kraftvoll. Ja. Und der Trainer stoppt sie schon viel früher, bevor sie überhaupt starten können. Ist der ahnt schon, dass sie kommen wollen? Ja, genau. Und dann sage ich was dazu. Stopp, das geht dich gar nichts an, da bist du überhaupt nicht zuständig. Das Stopp, war's. das geht nichts an, da bist du Nein. nicht zuständig. Sie hören nur zu und ich spreche. Sie dürfen stoppen, ich spreche und Sie hören zu. Okay. Ja, es ist nicht so ganz einfach. Also Sie, der Trainer stoppt Sie nochmal, ich sage was dazu. Stopp, das ist nicht Julian, das hat mit dir nichts zu tun, da bist du überhaupt nicht zuständig. Ist das für Sie? Ich war gerade beschäftigt mit dem, was ich mit meinen Händen mache, und ich war gerade in meinem Kopf in der Person des Trainers. So, das war Okay, jetzt eher also wie eine es war ein Rhetorik in Probelauf, diesem. Probelauf. Jetzt dasselbe nochmal. Also Sie gehen wieder in bester Absicht in den Raum Ja. auf das Trauma zu und das wird die Probe. Stopp! Das geht hier nichts an, das hat mit dem Julian gar nichts zu tun. Ist das für Sie? Ich glaube, ich brauche noch einen dritten Anlauf. Also so viel, wie Sie brauchen. Gleich nochmal. Stopp! Das ist nicht Julian. Das geht dich gar nichts an. Das macht dich nur schwach. Ja, das fühlt sich vielleicht so ein bisschen wie Rückendeckung an oder sowas. Ja, also das, was Ihr Verstand Ihnen auch sagen würde, das können Sie jetzt körperlich spüren.
Und deswegen kann es wirken. Das ist der Trick sozusagen, wenn man da von Trick sprechen darf, dass es auf einer körperlichen Ebene spürbar wird. Dass es da eine Grenze gibt. Das ist wieder die Strukturprinzip, dass sie da gar nicht zuständig ist. Also gleich nochmal. Stopp! Es geht dir nichts an, da verlierst du nur deine Kraft. Wie fühlt sich das an? Also das Wort, was ich im Kopf hatte, war so, ich darf das. Ja, mindestens. Und wie fühlt sich das dann an? Ja, so ein bisschen befreiend, glaube ich. So ein bisschen wie so frei von Schuld. Dann machen wir das gleich nochmal, noch bevor Sie überhaupt starten können. Ist der Trainer schon bei Ihnen, weil der ahnt schon, dass Sie gleich wieder rübergehen wollen. Und der stoppt Sie sehr kraftvoll und ich sage wieder was dazu. Stopp! Das geht dich gar nichts an, da hast du nichts verloren, das nimmt dir nur deine Kraft. Der Teil der Übung fällt mir nicht so einfach. Der fällt vielen nicht einfach. Ja? Aber das hat man ja auch gesehen in Ihrem Diagramm. Das war ja dieser Punkt hier unten. Dass Sie da unten, wenn es um die Respekt für fremde Grenzen geht, dass Sie da mit Ihrem, Sie da bis dieser Punkt, dieses Einmischen in fremde Räume, das ist fast bei 20 ist. Ja? Also ich meine, was jetzt bei mir passiert, ist eigentlich, dass ich immer so ein bisschen, also eigentlich bin ich mehr mit diesem Trainer hier beschäftigt. Also ich habe jetzt eigentlich so Lauras Raum ziemlich vergessen, sondern ich bin irgendwie mit dem Trainer gerade beschäftigt. Es geht darum, dass Sie schauen, wie geht es dem Julian? Wenn angehört, die Laura, die kann Sie ja da nicht abgrenzen. Das ist ja das Problem. Die kann Sie ja gar nicht abgrenzen. Aber der Trainer, der macht Sie ja fit, damit Ihre eigene Wahrnehmung, Ihr eigenes Bewusstsein sich klärt. Ihr Bewusstsein für fremde Grenzen und dass man die respektieren muss, weil man da gar nicht zuständig ist. Das ist sozusagen der psychoedukative Sinn dieser ganzen Übung. Und das nächste, stellen Sie sich vor, Sie gehen auf die Laura zu und wieder stoppt Sie der Trainer, um Sie daran zu erinnern, dass Sie da nicht zuständig sind und dass Sie das eigentlich gar nichts angeht, egal von dem, was Laura sagt. Wenn er sagt, bist du nicht zuständig, das geht dich gar nichts an. Also es gehört nicht zu Ihrer Realität, es gehört nicht zu Ihrem Zuständigkeitsbereich, da sind Sie auch gar nicht wirksam. Sie verlieren nur Energie und der Trainer macht Sie darauf aufmerksam, da bist du nicht zuständig, das geht dir nicht an. Und der Trainer stoppt. Laura ist Wirklichkeit. Wie bitte? Laura ist Wirklichkeit, Ihre Wirklichkeit. Das ist unabhängig von Laura. Zwischen erwachsenen Menschen gibt es diese Grenzen und es ist wichtig, die zu respektieren, damit man da keine unnötigen Konflikte hat. Das ist Strukturtraining, dass Sie Ihre eigene Struktur trainieren, damit Sie eine klare Unterscheidung haben, wo bin ich zuständig, wo bin ich nicht zuständig, wie kann ich meine Grenzen schützen, wie kann ich fremde Grenzen respektieren. Und dann, es gibt ja diesen schönen Buchtitel, Liebe dich selbst und es ist egal, mit wem du verheiratet bist. Und da ist sehr viel dran. Wenn Sie mit sich selber ganz im Reinen sind, dann kann der andere noch so bizarre Vorstellungen und Erwartungen haben. Das muss sie gar nicht tangieren. Sie können das Schöne mit dem anderen Partner erleben, ganz egal, was der für Erwartungen oder Vorstellungen hat. Sie sind nicht verpflichtet, das alles zu erfüllen. Also darum in diese Richtung arbeiten wir. Also nochmal, Sie gehen wie Laura das erwartet, gehen Sie in den Raum des anderen und der Trainer macht Sie aber darauf aufmerksam, da bist du überhaupt nicht. Stopp, da bist du überhaupt nicht zuständig, das geht dich gar nicht an. Ist das für Sie? Ja, also beruhigend irgendwie. Also. Ja. Es ist, könnte sehr erleichternd sein. Auf der anderen Seite kann es aber auch schmerzhaft sein, wenn Sie, vielleicht haben Sie ja das so verinnerlicht in Ihrer Familie, dass Sie erst dann wertvoll sind für die anderen, wenn sie für die anderen da sind, wenn sie sich für die anderen sich Gedanken machen, wenn sie sich zuständig fühlen für die anderen. Das ist, als wäre das so ein Zeichen von Liebe. Und wenn dann der andere sagt, stopp, das brauche ich gar nicht, dann fühlt sich das manchmal an wie Abweisung oder Ablehnung. Kennen Sie sowas in anderen Beziehungen? Mhm.
Kann es sein, dass Sie, also wenn das so wäre, dass Ihnen das wehtut, dann könnte es sein, dass Sie den Menschen aus dem Weg gehen, die sich ganz klar abgrenzen können, weil das immer so wehtut. Und dann geht es Ihnen leichter mit Menschen, die sich nicht gut abgrenzen können, weil sie traumatisiert sind, weil sie bedürftig sind. Das kann gut sein. Und da kommen Sie aber immer wieder in diese Abhängigkeitsbeziehung. Hm. An sich sind Sie stark, Sie sind ein Tiger, Sie könnten auch mit einer Tigerin eine gute Beziehung haben, wenn Sie lernen, das sportlich zu sein. Denn das sind die Spielregeln der Tiger. Ja, ich darf dem anderen meine Grenze setzen, aber ich respektiere natürlich auch seine Grenze, wenn er mir die Grenze zeigt. Ja. Und es kann sein, dass in Ihrer Familie, dass Sie da diese Fähigkeit, diese Tigerfähigkeit, eben auch ohne Kränkung das auszuhalten, dass der andere sich abkränkt, dass Sie das da gar nicht lernen konnten. Ich glaube, also ich muss jetzt sofort an meine Mutter denken, die das, glaube ich, gar nicht kann. Genau. Und deswegen gibt es jetzt ein spezielles Training, fit für die Tigerliga. Was halten Sie davon? Hört sich gut an. Also das ist cool. Der Trainer, der bringt Ihnen das in zwei Runden bei. Sie gehen wieder in bester Absicht in den Raum des anderen und der Trainer stoppt Sie ganz kraftvoll und ich sage was dazu. Hey, ich bin auch ein Tiger. So sind wir Tiger. Das sind unsere Spielregeln. Da drüben bist du Tiger und das respektiere ich. Und hier bin ich Tiger. Und wenn du es respektierst, könnten wir uns in den Augen wieder begegnen. Wie ist das? Gut. Das machen Sie nochmal? Ja. Nochmal? Hey, ich bin auch ein Tiger. Und ich weiß, dass ich dir das zumuten kann. Denn ich weiß, dass du ein Tiger bist. Aber du hast es anscheinend vergessen. Oder vielleicht wollen sie dich auch umerziehen zum Hauskätzchen. Und du musst dich vielleicht mal entscheiden, in welche Liga du gehörst, Hauskätzchen oder Tiger. Mhm. Und wenn sie immer wieder merken, dass sie mit dem Kopf durch die Katzenklappe nicht durchkommen, dann sind sie ja vielleicht doch ein Tiger. Mhm. Also, welche Liga gehören Sie? In die Liga, die gerne ein Tiger sein möchte. Keine halben Sachen. Und vielleicht noch, das Schmusen ist natürlich, also Schmusen, auch die Tiger können schmusen, wie so ein Hauskätzchen. Aber ein Hauskätzchen kann nicht Tiger. Ich habe jetzt echt ein bisschen den inneren Widerstand. Ja, also dann ist es vielleicht noch ideologisch überhöht, ja, dass sie irgendwie so ein Aggressionsverbot haben oder Veganer sind oder so irgendwie Richtung. Also irgendwas blockiert sie da noch. Da könnte man nochmal ein Element nehmen, was sie da blockiert, was sie daran hindert, so ein nicht domestizierter Tiger zu sein. Mhm. Nehmen Sie mal ein Element, irgendein Element. Was mich hindert? Was Sie da blockiert? Von hier oder ein neues? Nein, neues. Und das legen Sie mal zwischen sich und das legen Sie mal so neben sich. Neben? Zwischen sich und dieser Tigerqualität des eigenen Selbst. Also hier ist ja mein eigenes Selbst. Ja, genau. Und dazwischen legen Sie das, ja. Und das kann sein, dass Sie das daran hindert, mit Ihrem eigenen Selbst verbunden zu sein. Wie so ein blockierendes Element. Ja. Und wir wissen nicht genau, was es ist. Es ist möglicherweise ein eigenes Trauma, vielleicht auch was Übernommenes aus dem Familiensystem. Irgendwie wie so ein Verbot, kraftvoll und laut zu sein. Und, das kommt mir sehr bekannt vor. Ja. Und wo gehört es hin, zur Mutter oder zum Vaters Familie? Ich glaube, es gehört in die Schule. Schule? Ja. Haben Sie da mal so eine Erfahrung gemacht, dass Sie da so laut waren oder jetzt nicht so kraftvoll waren und dass Sie dafür dann... Ich habe einfach als kleines Kind extrem viel Energie gehabt und war ungefähr auch 10 Kilo schwerer als der Rest. Und es war sehr leicht reizbar. Und wenn mich jemand gereizt hat, dann habe ich meine körperliche Überlegenheit genutzt, um mein inneres Gleichgewicht wiederherzustellen oder die innere Verletzung auf körperlicher Weise zurückzugeben. Und damit bin ich, glaube ich, zumindest mein ganzes Grundschulleben, ja, habe ich vielleicht
allen Lehrern im Clinch. Gut. Das kann sein, dass Sie da so eine traumatische Erfahrung gemacht haben und dann irgendwie sowas wie so ein Glaubenssatz, passt schon, passt alles. So einen Glaubenssatz entwickelt haben, das ist gefährlich, das mache ich nie mehr wieder. Ja. Und damals waren Sie vielleicht ganz in Ordnung, aber heute als Erwachsener, kann es sein, dass gerade diese Qualität wieder wichtig ist, mit der Sie auch ganz anders umgehen können als so 10 Jahre. Ja, ich kann mich noch recht genau erinnern. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann mir gedacht habe, ich konnte halt so ein bisschen so dieses rote Tuch kriegen. Bisschen so wie so ein Bulle, wo es halt dann rot wird und dann bin okay. Ich halt irgendwie ausgetickt okay. Und ich habe mir irgendwann gedacht, ich kontrolliere das jetzt sozusagen. Gut. Also das, da haben Sie dann diesen Glaubenssatz entwickelt, das ist gefährlich und das lasse ich bleiben und damit blockieren Sie Ihre eigene Kraft. Und damals war das vielleicht ganz okay, um da das zu überleben. Aber heute brauchen Sie genau diese Kraft. Das ist ja an sich auch nichts Böses. Ja. Es geht ja, man kann ja auch damit mit der Kraft so oder so umgehen. Ja. Konstruktiv oder destruktiv. Aber es könnte sein. Und jetzt tun Sie mal dieses blockierende Element auf die andere Seite. Und das ist einfach die Seite entsorgen. Den Wertstoffhof, das irgendwann hat es mal was genützt, aber jetzt nützt es nichts mehr. Und jetzt schauen Sie mal, ob Sie sich jetzt entscheiden können, ob Sie in die Tigerliga gehören oder in die Liga der Auskettchen. Tiger. Genau, und das nächste Mal, wenn sich jemand so klar abgrenzt, müssen Sie auch nicht gekränkt sein, da können Sie sich erinnern, Sie sind ja auch ein Tiger. Tiger machen das einfach, das sind Spielregeln der Tiger. Und dann wissen Sie gleichzeitig, der andere hält ja auch was aus. Dem können Sie auch was tun. Dann könnt ihr euch auf Tigeraugenhöhe begegnen und anschließend geht es dann auf die Tigerparty. Und es kann sein, dass Sie schon lange nicht mehr auf der Tigerparty waren. Und mit diesem Training bekommen Sie sozusagen die Tiger-App. Da haben Sie Zugang zu der Tigerparty und bisher hatten Sie mehr die Trauma-App. Da haben Sie auch Zugang, aber mehr zu Menschen, die traumatisiert sind und bei der Tigerparty haben Sie keine Chance. Macht das Sinn für Sie? Ja, macht Sinn für mich. Habe ich sofort mindestens eine Frage aus meinem aktuellen Leben. Okay. Dann kennen Sie das Thema Erschöpfung und Burnout? Also ich kenne auf jeden Fall Antriebsschwäche so. Also ich hatte so ein paar Phasen in meinem Leben, wo ich dachte, jetzt bin ich so kurz vor irgendeiner körperlichen... Also... Ich weiß nicht, was es ist, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt schon mal, ich habe mich schon immer selber wieder hinstellen können. So. Okay. Also es kann sein, wenn Sie dazu neigen, wenn Sie denken, Sie sind dann besonders wertvoll für den anderen, wenn Sie sich den anderen zur Verfügung stellen, wenn Sie sich auf den anderen einstellen, wenn Sie dem anderen was abnehmen. Dann kann es sein, dass Sie manchmal ungefragt sich in fremde Räume bewegen, sich da nützlich machen, in bester Absicht. Und Sie verlieren Energie dabei und es kommt nicht immer eine Anerkennung zurück und dadurch kommen Sie immer wieder ins Defizit. Das kennen Sie vielleicht. Also ich sehe das hat ja so einen selbstlosen Aspekt, aber daran, ja. sehe ich mich jetzt irgendwie nicht so richtig. Also... Weil ich meine, so, das hat sich jetzt so in den letzten 2 Jahren geändert, aber eigentlich war ich eher immer so ein bisschen bekannt, auch unter meinen Freunden, die mir das jetzt auch manchmal gesagt haben, als jemand, der so ein bisschen so ein Ego ist und auf sich selber achtet. Und so dieses irgendwas so für jemand anders tun, das ist eher was, was ich jetzt gerade so ein bisschen mehr vielleicht kultiviere mäßig. Nicht so, dass ich jetzt sagen könnte, dass ich das davor irgendwie... Also das ist ja alles relativ. Und es kann sein, dass die anderen noch mehr so auf altruistisch oder gepolt sind oder sich jetzt für die anderen gleich einzusetzen als Sie. Aber dass trotzdem so ein gewisses Grundmuster da ist, jedenfalls um nochmal auf Ihr Diagramm zu zeigen. Da ist es, im Diagramm zeigt es das ganz deutlich. Diese Tendenz da... Ja, ich glaube, ich habe das eher so ein bisschen... Das ist... Also es gibt schon, glaube ich, so eine Art von Wünschen, die ich irgendwie vielleicht schwer abschlagen kann. Ja, also so, dass Sie, genau, also darum geht es, dass Sie immer die Freiheit haben, Nein zu sagen, zu schauen, ob das ein Deal ist mit Ausgleich oder ob das ein Deal ist, wo Sie wieder was zuzahlen.
Sie haben das ja erzählt mit der Freundin, dass die dann ein schlechtes Gewissen macht und dann dürfen Sie ihr wieder was kaufen, damit das wieder in Ordnung ist. Ja, das ist so in dieser Richtung. Und da ist es wichtig, dass Sie lernen, die Grenzen Ihrer Zuständigkeit deutlicher wahrzunehmen, denn die anderen, die zeigen Ihnen diese Grenze nicht. Die einen können es nicht, weil sie traumatisiert sind. Die sind einfach nur bedürftig und da ist es nie genug. Und die anderen, die könnten das schon, aber die wollen das vielleicht gar nicht, weil die es ganz lukrativ finden, wenn sie sich nützlich machen. Dann werden sie ausgenutzt. Das kennen Sie vielleicht. Ich kann es mir vorstellen, zumindest. Ja. Und jetzt, was auch da, wenn Sie lernen, die Grenzen Ihrer Zuständigkeit deutlicher wahrzunehmen, dann könnte Ihnen das sehr viel Energieverluste ersparen und der Trainer ist Ihnen dabei behilflich. Sie gehen mal in bester Absicht in den Raum eines anderen und der Trainer stoppt Sie ganz freundlich und fragt Sie, bist du da überhaupt zuständig? Neue Person, ja? Nein. Einfach, Sie stellen sich das vor, irgendein Kollege oder ein Freund oder ein Kunde oder so. Und der Trainer fragt Sie ganz freundlich, bist du da überhaupt zuständig? Und da könnten Sie eigentlich sehr erleichtert sein, müssten Sie gar nicht gekränkt sein, denn es erspart Ihnen ja unter Umständen sehr viel Energie. Das können wir mal testen. Sie gehen wie gewohnt in einen fremden Raum, um sich da ungefragt nützlich zu machen. Der Trainer stoppt Sie. Bist du da überhaupt zuständig? Nein. Und dann können Sie gleich zu Ihrem eigenen Selbst gehen. Gehen Sie nochmal zu Ihrem Selbst, das seinen Wert und seine Würde hat. Sie verbinden sich mit dem Selbst und schauen Sie mal, ob Sie diesen Julian noch spüren können, der seinen Wert und seine Würde in sich selber hat, einfach weil er Julian ist. Dann spüren, ja. Gut. Und das ist ganz wichtig, immer dann, wenn Sie ungefragt in fremde Räume gehen, dann ohne Auftrag, ja, dann verlieren Sie die Verbindung mit diesem Julian, der seinen Wert und seine Würde in sich hat. Und wenn Sie diese Verbindung nicht mehr so haben, dann müssen Sie ja in fremde Räume gehen, um vielleicht von anderen die Wertschätzung zu bekommen, die Sie sich selber gar nicht geben können. Sie verlieren die Verbindung mit sich selber, Sie werden abhängig, Sie werden unfrei, Sie fühlen sich immer mehr wie ein Sklave, eingespannt für fremde Interessen zu einem kargen Lohn. Und dabei hätten Sie die Option, frei zu sein, je mehr Sie nämlich verbunden sind mit diesem freien, selbstbestimmten Julian. Umso weniger haben Sie auch nur das geringste Bedürfnis, ungefragt in fremden Räumen sich nützlich zu machen. Könnt ihr es nachvollziehen? Ja, kann ich nachvollziehen. Dann machen wir es noch einmal. Sie gehen nochmal wie gewohnt in einen fremden Raum, ungefragt, und der Trainer stoppt Sie freundlich. Bist du da überhaupt zuständig? Und dann können Sie sagen, danke für die. Ja, genau. Gut, das wäre dieses Thema. Und es gibt noch ein weiteres Thema, das ist die Vergangenheit. Das sind ja alles Themen der Vergangenheit. Oder kennen Sie das von sich? Ich meine, die Prägung ist ja wahrscheinlich in der Kindheit erfolgt. Und das sind alles Themen der Vergangenheit, aber anscheinend haben die immer noch ganz viel Einwirkung auf Sie. Auswirkung auf Sie. Und kennen Sie das von sich, dass Sie immer wieder sich mit Themen der Vergangenheit beschäftigen, obwohl das schon lange vorbei ist und dass Sie da sehr viel Energie verlieren? Ja, das kenne ich. Ja. Und natürlich wissen Sie, dass es nichts bringt, aber es ist manchmal wie so ein Zwang. Auch da kann der Trainer Sie stoppen, kraftvoll, und ich sage dann was dazu. Sie stellen sich vor, Sie gehen zurück in die Vergangenheit, der Trainer stoppt Sie freundlich, aber kraftvoll. Ich bin schon in der Vergangenheit. Nein, Moment. Sie bewegen sich, die Figur, und damit der Trainer Sie stoppen kann. Ja? Okay. Wohin bewege ich mich denn jetzt? Also hier ist der Laura. Die Vergangenheit ist auf der linken Seite von Ihnen aus. Okay, einfach so räumlich. Da bewegen Sie sich hin und der Trainer stoppt Sie da. Stopp! Es gibt kein Zurück. Vorbei ist vorbei. Also es geht darum, dass Sie körperlich auch diese Grenze auf der Zeitlinie mal spüren. Weil dann wird es verinnerlicht, dann wird es gespeichert. Gleich nochmal.
Ja, nee, 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 nee. Also der Trainer, der stoppt Sie, bevor Sie überhaupt starten, der kennt Sie schon, der weiß, dass Sie schon wieder... So. Genau, stopp, es gibt kein Zurück, vorbei ist vorbei und es kommt nie mehr wieder. Ja. Gleich nochmal? Ja. Stopp, es gibt kein Zurück, was mausetot ist, wird auch nie wieder lebendig. Ja. Moment mal, wer hat jetzt wen gestoppt? Ja, genau, der Trainer hat sie gestoppt. Stimmt schon, genau. Ja, wie fühlt sich das jetzt an? Gesund. Wie bitte? Gesund. Gesund, genau. Jetzt spüren Sie nochmal die Verbindung mit diesem erwachsenen Julian. Schauen Sie mal, wie fühlt sich das an? Besser als vorher auf jeden Fall. Ja, okay. Dann ist jetzt Zeit, dass wir den kleinen Julian mit an Bord holen. Da haben wir ja gerade erfahren, dass der nicht so beliebt war, weil der manchmal so temperamentvoll und vital und vielleicht auch manchmal verletzend war. Jetzt holen Sie mal ein bisschen näher den kleinen Julian von damals. Und möglicherweise war der ja auch, hatte der nicht so das Gefühl, dass er ganz okay ist, so wie er ist. Und dann kann es sein, dass Sie diese Sichtweise der Umgebung übernommen haben und deswegen den kleinen Julian auch nicht so wertschätzen. Dürfen Sie mal die Brille dieser Familie ablegen und der Umgebung ablegen. Und dann schauen Sie mal auf den kleinen Julian von damals. Gibt es an dem was auszusetzen? Dieser kleine, unangepasste Julian. Dieser nicht domestizierte Julian. Gab es an dem was auszusetzen? Wahrscheinlich nicht. Wie wär's denn, wenn Sie sagen, du bist goldrichtig? Du bist goldrichtig. Und schade, dass die Umgebung sich an deiner Vitalität und Lebendigkeit nicht so freuen konnte. Schade, dass die Umgebung sich an deiner Vitalität und Lebendigkeit nicht freuen konnte. Und ich habe mich möglicherweise davon anstecken lassen. Und ich habe mich möglicherweise davon anstecken lassen. Mit dir hat das ja gar nichts zu tun. Mit dir hat das gar nichts zu tun. Und das hast du auch nicht verdient. Und das hast du auch nicht verdient. Jetzt spüren Sie mal, wie wäre das für den kleinen Julian, wenn der das hören würde. Gut, ja, das tut gut. Tut gut. Aber es kann sein, dass er es noch nicht so richtig glauben kann. Also ich habe mir, ja, ich habe so ein bisschen, ich habe das Gefühl so, ich könnte noch mehr sozusagen wie in diesen Rollen irgendwie sein. Also ich kann nicht noch. Fülle jetzt noch weder den Tiger noch das andere, fülle ich noch nicht, kriegst du wieder den Geschmack davon, das Beginn von dem Gefühl, aber noch nicht so, als ob ich so ganz... Nein, nein, es geht aber jetzt um den Kleinen. Es geht ja um den kleinen Julian, der damals offenbar so manchmal ausgerastet ist, sich selber nicht so im Griff hatte und der dann vermittelt wurde, dass er böse ist, dass er und so weiter und der dann... und es kann sein, dass sie selber auch den kleinen, dem kleinen, diesem Julian auch selber böse war, den abgelehnt haben oder den auch den Vorwurf, sich selber Vorwürfe gemacht haben. Ja. Das kann sein. Dann können Sie mal zu dem kleinen Julian sagen, vielleicht habe ich dich damals auch abgewertet und dir Vorwürfe gemacht. Vielleicht habe ich dich damals auch abgewertet und dir Vorwürfe gemacht. Ja, das hast du nicht verdient. Das hast du nicht verdient. Wie geht es dem kleinen Julian? Besser? Ist der Ihnen jetzt böse deswegen? Nö. Der kennt Sie natürlich, der weiß, warum es damals so war, der ist Ihnen da überhaupt nicht böse. Aber jetzt kann es sein, dass der kleine Julian Ihnen das gar nicht so glauben möchte, dass es jetzt sich geändert hat? Dass er immer noch so ein bisschen bockig ist oder so ein bisschen skeptisch ist. Ja? Könnte das sein? Kann sein, ja. Kennen Sie so was Skeptisches von sich? Ja. Dann können Sie doch zu dem kleinen Julian sagen, daran erkenne ich, dass du zu mir gehörst. Daran erkenne ich, dass du zu mir gehörst. Das ist typisch Julian. Das ist typisch Julian. Ich mag dich auch, wenn du skeptisch bist. Ich mag dich auch, wenn du skeptisch bist. Mit skeptisch kenne ich mich sehr gut aus. Mit skeptisch kenne ich mich sehr gut aus.
Wäre das für den kleinen Julian, wenn das hören, oder? Gut. Ja. Nun, wie war es denn, wie Sie auf die Welt gekommen sind? Konnten die Eltern sich freuen oder gab es da schon Probleme? Ich glaube, die konnten sich freuen. Gab es in dieser Familie, hatten Sie da seelische oder körperliche Verletzungen erlebt? Keine, an die ich mich erinnern kann. Außer damals diese Geschichten, als Sie halt als Kind so, so vital waren und so auch manchmal ausgerastet sind. Da gab es vielleicht noch. Oder? Das ist mehr die Schule. In der Schule. Also Sie sind eher so Lehrerin. Okay. Also es gibt jetzt nichts, was man jetzt in dem klassischen Kontext von Trauma oder irgendeiner Art von körperlicher oder seelischer, typischer... Ja, aber das war vielleicht irgendwie, Sie haben es klang so vorhin an mit der Mutter, dass die vielleicht auch wie selber vielleicht traumatisiert war oder bedürftig war und die konnte dann vielleicht auch nicht so Mutter für sie sein, sondern hat eher so ihre Unterstützung erwartet oder dass sie stark sind für die Mutter. Das ist dann wie so eine Überforderung oder... Nee, da habe ich gar... Ich meine, meine Mutter ist total, total diese Hyperpflicht bewusst. Ah ja. Und ich musste im Haushalt eigentlich nie irgendwas machen. Okay. Musste ich mir alles später selber beibringen. Das ist dann wie so Verwöhnung, dass sie verwöhnt wurden, ja, dass ihnen da alles abgenommen wurde. Und das ist dann manchmal ganz hart, sich selber das beizubringen. Das ist auch okay. Aber der Kleine hat das alles überstanden. Danke, dass du das alles überstanden hast. Danke, dass du das alles überstanden hast. Das haben wir ganz gut hingekriegt. Das haben wir ganz gut hingekriegt. Ja. Und kann es sein, dass auch heute, dass Sie erwarten, dass irgendwie jemand anderes sich, so wie die Mutter sich vielleicht damals so um alles gekümmert hat, dass auch heute jemand dem Kleinen alles Mögliche abnimmt und so, dass Sie sich gar nicht so um den Kleinen kümmern. Kennen Sie sowas von sich? Ja, so ein bisschen Resonanz habe ich da schon. Und das, dann erwartet man manchmal, dass die Partnerin sich vielleicht um diese bedürftige Seite kümmert und das geht meistens schief und dann ist man wieder enttäuscht und hat auch Vorwürfe. Und aus meiner Sicht wäre es nicht ganz fair, die Partnerin als Babysitterin zu missbrauchen für den kleinen Julian. Denn die Partnerin ist ja bestenfalls an dem erwachsenen Julian interessiert und für den kleinen Julian hat sie vielleicht gar nicht die Kompetenz. Und dem kleinen Julian gegenüber ist es ja auch nicht so fair, wenn sie ihm da so eine wildfremde Person vor die Nase setzen, die ja gar nicht, eine Frau, die gar nicht interessiert ist an dem kleinen Julian. Es kann sein, dass Sie dann dem kleinen Julian einiges zugemutet haben die ganze Zeit. Und wen bräuchte der kleine Julian eigentlich? Der bräuchte, würde ich sagen, den hier. Ja, das denke ich aber auch. Sind Sie denn dazu bereit? Ich kann es nur probieren. Dann schauen Sie mal, wie es wäre, wenn Sie sagen zum kleinen Julian, für dich bin nur noch ich zuständig. Für dich bin nur noch ich zuständig. Und nur du bist für mich die absolute Nummer eins. Und nun du bist für mich die absolute Nummer eins. Noch vor der Laura? Noch vor Laura. Und wie heißt das Kind? Uma. Wie? Uma. Und vor Uma. Und vor Uma. Ja. Wie wäre das für den kleinen Julian, wenn der das hören würde? Ja gut, also so auch entlastend. So. Ja. Genau. Und wie ich den Kleinen einschätze... Ja, und dann kann ich noch sagen, und ich vertraue dich auch nie wieder dieser netten Dame an meiner Seite an. Und ich vertraue dich nie wieder der Dame an meiner Seite an. Ja, wie wäre das für den kleinen Julian? Das tut gut, ja. Und wie ich den einschätze, will ich unbedingt was anstellen, irgendwas Verrücktes. Geht das überhaupt bei Ihnen oder geht es bei Ihnen eher so korrekt und leistungsorientiert zu? Können Sie die Frage mal wiederholen? Geht das überhaupt bei Ihnen, also wie ich den einschätze, möchte der unbedingt was anstellen, der kleine Julian? Irgendwas ja, Verrücktes. Also es kommt selten, aber manchmal habe ich schon so Momente, wo so der Scheit durchkommt. Ich habe das dann eher manchmal, wenn ich so andere Männer treffe und dann denke ich so, okay, jetzt machen wir einfach richtig krassen Quatsch. Ja, okay. Ja, das können Sie doch dem Kleinen sagen. Bei mir darfst du auch was anstellen.
Bei mir darfst du auch was anstellen. Und ich persönlich stehe dann Schmiere für dich. Und ich stehe dann Schmiere für dich. Wie wäre das für den kleinen Julian? Ja, super. Und für den Großen? Ja, ich merke, dass ich ein bisschen so traurig werde. Ja. Weil das fehlt ein bisschen, ja? Und dann nehmen Sie mal den kleinen Julian an Ihr Herz, damit er endlich spürt, dass er jetzt einen sicheren Platz an Ihrem hat. Und dass er da so wahrgenommen wird, wie er ist, dass er gemocht wird, wie er ist, dass er beschützt wird und dass er sogar seinen Spaß haben kann. Und wie wird es da dem kleinen Julian gehen? Weiß ich nicht, ich habe jetzt einfach bei mir so, das drückt so ganz doll im Kopf drin. Also so von außen nach innen, so dumpf. Von den in die so Ohren rein. Ja. Und was für ein Gefühl tritt dabei auf? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Also ich meine, eben war ich traurig, als ich die sozusagen mir das so zugestanden habe, den Quatsch zu machen und das mit dem Schmier stehen. Und dann kam es körperlich und... Kann es sein, dass sich das verboten anfühlt? Das für mich selber zu machen? Ja. Also ja, also das kann ich auf jeden Fall, könnte sein, ja. Jetzt nehmen Sie den kleinen Julian nochmal zusammen mit den anderen Figuren. Nehmen Sie alle drei ganz eng zusammen, legen Sie eine Hand auf alle drei Figuren und spüren Sie mal in Ihren Körper hinein, wie fühlt sich das an, wenn alle diese drei Elemente eins werden. So wie jetzt, ob der kleine Julian so ein bisschen noch verloren ist. Also das braucht dann vielleicht nochmal einen zweiten Anlauf, dass der so einen guten Platz bekommt bei Ihnen. Aber so eine Ahnung haben Sie vielleicht schon, wie das sein könnte. Ich bin auf jeden Fall viel näher dran. Ich habe innerlich wie so eine dreidimensionale Repräsentation im Raum. Okay. Der innere Julian, der ist halt, die sind die beiden anderen und der andere ist halt so ein bisschen weiter weg von unten. Okay. Und dann schauen Sie mal rüber zur Laura. Wie geht es Ihnen jetzt mit Laura? Also nehmen Sie den kleinen Julian noch mit dazu, auch wenn sich das noch nicht so ganz stimmig anfühlt. Wie geht es Ihnen jetzt mit Laura, wenn Sie rüberschauen? Ja, so froh, so ein bisschen auf Distanz zu sein. Ja. Dann gibt es so eine Abschiedsformel. Schauen Sie mal, wie es wäre, wenn Sie sagen, Laura, ich habe Schönes und Schmerzliches mit dir erlebt. Laura, ich habe Schönes und Schmerzliches mit dir erlebt. Beides hat mein Leben reicher gemacht. Beides hat mein Leben reicher gemacht. An beidem konnte ich wachsen. An beidem konnte ich wachsen. Und meinen Anteil daran, dass es auseinandergegangen ist, trage ich selber. Mein Anteil daran, dass es auseinandergegangen ist, trage ich selber. Und deinen Anteil lasse ich ganz bei dir. Deinen Anteil lasse ich bei dir. Wie fühlt sich das an? Naja, eben hat mich das ja schon ziemlich berührt. Aber es fühlt sich richtig an, sage ich mal. Ich habe, glaube ich, so eine Unsicherheit gespürt, so nach dem Motto, eigener Anteil, dein Anteil, wer hat welchen Anteil, wer hat da woran zurück, was ist mehr, was ist weniger. Das ging dann so ein bisschen in meinen Kopf durch. Und dann können Sie vielleicht noch sagen, ich freue mich über unser Kind. Ich freue mich über unser Kind. Und so lassen wir das einfach mal stehen.
Gut, dann beende ich mal die Aufzeichnung.